ganz verschwitzt und außer Atem begrüßt euch der Toffi hier zu einer neuen Ausgabe von Just Dance 2021. Manchmal sollte man diesen Bezeichnungen leicht, mittel und schwer nur geringfügig Bedeutung zuweisen. Denn das bezieht sich lediglich darauf, wie schnell diese Moves wahrscheinlich zu lernen sind. Hat natürlich überhaupt keine Auswirkung darauf, wie anstrengend diese Songs manchmal sein können. Ich habe mich heute für einen Song entschieden und zu einem den dazugehörigen Tanz, der mich total an die Grenzen gebracht hat. Wirklich extrem an die Grenzen. Alter. Ich lag am Ende auf dem Boden. Ich musste ja vorher üben, weil ne, ich kann ja nicht immer alles ganz spontan machen. Den ersten Song übe ich immer, zumindest 2-3 Mal. Und damit einigermaßen passt, aber den Song zu üben war echt anstrengend. Gucken wir uns mal den Panda-Song an. So süß und knuddelig wie der Panda war ich dann am Ende des Tages doch nicht, aber ich habe mich zumindest mal genauso wie er bewegt. Und wir hatten es irgendwann mal davon, von wegen, wie die Tänzer hier abgehen müssen und wie die schwitzen müssen und was für Anstrengung das für die Tänzer sein muss. Und jemand hat in die Kommentare geschrieben, jetzt frag dich mal, wie es für den Panda gewesen ist. Und jetzt weiß ich auch, was damit gemeint ist. Guckt euch mal diese Moves an und überlegt euch, ihr müsst in so einem fetten Panda-Kostüm drinstecken. Es sei denn natürlich, es war ein echter Panda. Dann wäre er aber wirklich extrem gut dressiert. Und er hätte immer wieder den gleichen Gesichtsausdruck. Gut, aber ich sag mal so, die Tänzer haben generell öfters mal den gleichen Gesichtsausdruck, ne? Jedenfalls hat der Tanz mega Spaß gemacht. Ich denke mal, das ist einer der lustigsten und anstrengendsten Tänze, die es bei Just Dance 2021 gibt. Fitness könnt ihr damit abhaken, wenn ihr den mehrere Mal am Tag getanzt habt. Und jetzt seht ihr, wie das bei mir dann ausgesehen hat. Just for the party, come get up. Let's go.
Auch heute habe ich wieder einen Spontantanz für euch und heute habe ich mal was ganz anderes gemacht. Normalerweise gehe ich ja immer auf die Kommentare ein, die ihr so wunderschön drunter schreibt und ich nehme natürlich auch immer gerne etwas, was ihr schreibt. Allerdings habe ich gerade bei der Suche nach dem neuesten Spontantanz, habe ich gemerkt, da waren zwei dabei, die ich bereits getanzt habe. Das waren einmal Scream and Shout und einmal Sorry. Vielen Dank auf jeden Fall an die beiden, die die Kommentare geschrieben haben, aber die beiden Tänze habe ich schon getanzt und da wir so vieles haben, was wir noch nicht hatten, würde ich etwas vorziehen, was wir halt eben, was neu für uns alle ist, sowohl für mich als auch für euch. Und es wäre ja dann auch kein Spontantanz mehr, wenn ich ihn schon mal getanzt hätte. Deswegen habe ich heute mal was anderes gemacht, ich habe ein bisschen die Unlimited Song Playlist durchgeforstet und habe einen Song gefunden, der meine Seele und mein Musikgeschmack definitiv widerspiegelt. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Song damals, als ich Teenager war, gehört habe. Es ist auf jeden Fall extrem oft gewesen und der Tanz dazu ist richtig, richtig, richtig gut. Lasst euch also überraschen. Ja, es steht halt nur im Titel, welcher Song es ist. Nein, ich meinte, lasst euch überraschen von dem, wie ich es gemacht habe, was dabei rausgekommen ist und genießt einfach diesen absolut geilen Song mit Höhen und Tiefen. Was die Sounds angeht. Bitteschön. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk
Danke fürs Dabeibleiben bei Just Dance 2021. Vielen Dank für eure Bewertung, die ihr wahrscheinlich gegeben habt. Und vielen Dank für sämtliche Kommentare, die eingehen. Ja, ich denke mal, ich werde das in Zukunft auch mal handhaben, dass ich auch hin und wieder mal einfach einen Song nehme, zu dem ich vielleicht sogar was erzählen kann. Ich habe nämlich heute beim Durchforsten überlegt, vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Song, mit dem ich etwas verbinde. Beispielsweise ein besonderes Ereignis oder irgendwie eine besondere Zeit in meinem Leben. Und dann kann ich euch dazu was zu erzählen. Und dann hat der ganze Tanz, den ich dazu tanze, vielleicht noch ein bisschen mehr Wert, als einfach nur den Tanz getanzt zu haben. Ich denke, damit können wir eigentlich auch ganz gut agieren, oder? Leider gibt es meine absoluten zwei Lieblingssongs, die ich eigentlich immer hören kann, gibt es leider bei Just Dance nicht. Für diejenigen, die wissen wollen, was das ist einmal von den Black Eyed Peas, Hey Mama, und von Fede Legrand und Ida Core ist es Let Me Think About It. Die zwei Songs gibt es leider nicht bei Just Dance, also Ubisoft, Just Dance 2022, wie wär's? Vielleicht hören sie auch nicht, ja. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.